Ein kleiner Klaps auf den Po, der ist doch noch okay im Rahmen der Kindererziehung, oder? Wir klären, wo Grenzen überschritten werden. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Solmecke. Und heute geht es um das Thema Gewalt in der Kindererziehung. Früher war es gang und gäbe, dass man einem Kind mal eine Ohrfeige gegeben hat oder es einen Klaps auf den Po gab. Das war das Züchtigungsrecht und dann hatte man den Filius oder die Tochter wieder im Griff. Und dass das nicht nur etwas ist, was es früher gab, sondern offenbar auch heute noch weit verbreitet ist, das haben Studien gegeben. Rund 40% der Mütter und Väter schlagen ihre Kinder noch, zumindest mit einer kleinen Ohrfeige. Ich selbst war beim Bundesgerichtshof in einer Tauschbörsensache und da hat auch tatsächlich die Gegenseite, ein älterer Anwalt, der die Musikindustrie vertreten hat, gesagt: Naja, die Kinder da alle, die jetzt da tauschen, bei uns hätte es früher eine kräftige Tracht Prügel gegeben, dann hätten die das nicht mehr gemacht. Heute wird sowas bis zum Bundesgerichtshof aufgetragen. Also der hatte offenbar die feste Überzeugung, man könne euch noch mal eine kleine Tracht Prügel geben. Aber dieser BGH-Anwalt damit so richtig lag? Ich habe es lieber noch mal genauer nachgeguckt und muss euch sagen, nee, erstmal hat das Verfahren verloren und wir gewonnen. Und mit seiner Tracht Prügel, da lag der auch nicht so richtig. Es ist nämlich so, dass das Züchtigungsrecht natürlich abgeschafft worden ist. In § 1631 Absatz 2 BGB ist es Eltern und natürlich auch allen anderen erziehungsberechtigten Personen oder anderen Personen wie Lehrern, Babysittern, Aufsichtspersonen verboten, Kinder psychisch wie physisch zu verletzen bzw. sie zu erniedrigen. Denn das ist natürlich eine Gefährdung des Kindeswohls. Gewalt kann in Ausnahmefällen zulässig sein, wenn es dem Kindeswohl dient. Also etwa könnte man überlegen, ein Kind will auf die Straße rennen, ihr packt es an und du reißt es zurück, um es entsprechend zu retten. Oder ihr schlagt dem Kind die Streichhölzer aus der Hand, wenn es gerade die Streichhölzer anzünden will und da möglicherweise größerer Schaden drohen könnte. Wenn es aber darum geht, ein Kind zu demütigen und zum Beispiel vor Passanten anzubrüllen, dann hat das Kind natürlich auch Rechte und so etwas ist eben nicht mehr vom Grundrecht auf Erziehung, was in Artikel 6 Absatz 3 Grundgesetz geregelt ist, gedeckt. Also da könnte sich das Kind gegen wehren. Ja, wenn ein Elternteil so viel Gewalt gegen ein Kind anwendet, dann kann diesem Elternteil verboten werden, zusammen mit dem Kind in einer Wohnung zu leben. Wenn es also zwei Eltern sind, müsste dann eventuell einer von den beiden, der gewalttätig ist, ausziehen. Und im schlimmsten Fall kann das Sorgerecht sogar entzogen werden. Es ist natürlich so, dass nicht jede körperliche Misshandlung ohne weiteres dann direkt zu einer Gerichtsverhandlung führt. Bei den Ohrfeigen, die auch schon angesprochen worden sind, ist es so, dass so eine Straftat nur verfolgt wird, wenn es einen entsprechenden Antrag gab. Das heißt, das Kind bzw. dann ein anderer Elternteil müsste den entsprechenden Strafantrag stellen oder es müsste ein öffentliches Interesse an der Strafverfolgung sein, was in den allermeisten Fällen nicht der Fall ist, dass die Kinder dann gegen die Eltern vorgehen. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum es da so wenig Verfahren gibt. Rechtlich gesehen bleibt es dabei, es ist eine Körperverletzung, wenn man sein Kind schlägt und wird auch vom Gesetzgeber nicht mehr toleriert. Was meint ihr? Ein kleiner Klaps noch okay oder ist das absolut anno dazu mal und gehört einfach in die verstaubte Ecke unserer Historie und wir sind so clever, dass wir das auch mit Worten hinkriegen, was die Kinder früher nur mit Schlägen kapiert haben. Ich würde mich freuen, dazu mehr von euch zu erfahren in den Kommentaren. Ansonsten, falls euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch. Tschüss und bis morgen.